Ein frohes neues Jahr aus der Eisarena Bremerhaven. Die Fishtown Pinguins empfangen die Bietigheim Steelers, Tabellenvierter gegen Tabellenfünfzehnter oder auch Abstiegsangst gegen Titelambition. Pekka Kangasalusta in seinem 10. Spiel möchte unbedingt raus aus dem Keller. Aber es sind die Fishtown Pinguins, die noch nicht genug haben von den Silvesterfeierlichkeiten. Denn Ziga Jeglitsch entzündet gleich mal das nächste Feuerwerk, jetzt aber auf dem Eis. Vierte Spielminute, 1:0 für die Fishtown Pinguins. Und der Slowene taucht da völlig blank auf vor Sami Artukayo im Kasten der Bietigheim Steelers. Ganz zur Freude der Fans in Bremerhaven. Danach viele Möglichkeiten für die Fishtown Pinguins. Es benötigte aber eine Einzelaktion von Antti Tyrväinen, die dann das 2:0 für die Gastgeber herbeiführte. Antti Tyrväinen nahm sich ein Herz einmal komplett rum um die Verteidiger der Steelers und Sami Artukayo im Kasten lässt er keine Chance. Ja, komfortable Führung, aber Thomas Popisch mahnt, wir dürfen uns hier nicht zu früh freuen. Und die Steelers, die kamen dann auch mal. Schuss von Lepaus. Und der nächste kommt von Tim Schüle. Kleines Lebenszeichen der Steelers, aber keine wirkliche Prüfung für Maxi Franzrepp im Kasten der Gastgeber. Wir springen rein ins zweite Drittel und da kommt die Scheibe mit etwas Glück zu Dominik Uher. Der schaut in die Mitte, entscheidet sich aber für den Schuss. Und dann steht es auf einmal 3:0. Hier der Blick in die Mitte. Vladi Eminger ist gedeckt, also schießt sich selber. Eiskalt erwischt Sami Artukayo im kurzen Eck. Und dann steht es 3:0. Und wir sind immer noch drin im zweiten Spielabschnitt. Schuss von Samuelsson. Und dann macht Ziga Jeglitsch Sachen, die Ziga Jeglitsch eigentlich nicht macht. Als einer der besten Vorlagengeber in der Liga bekannt, steht er in Top-Stürmer-Manier genau da, wo er zu stehen hat. Und versenkt den Abstauber eiskalt. Ja, da wundert sich auch Pekka Kangasalusta. Der denkt sich nicht schon wieder. Letztes Jahr kamen die Steelers hier unter die Räder mit 8:2. Verlor man und sie bäumten sich noch mal auf mit Tim Schüle und auch Evan Jasper. Aber an Maxi Franzrepp weiterhin kein Vorbeikommen. Dann schon der Sprung rein ins letzte Drittel. Wieder die Fishtown Pinguins. Vladi Eminger mit dem Schuss und Antti Tyrväinen hält die Kelle rein. Und die Fishtown Pinguins haben den doppelten Doppelpacker. Nach Ziga Jeglitsch also auch Antti Tyrväinen mit dem Doppelpack. Und Thomas Popisch ist sowas von zufrieden. Die Fishtown Pinguins gewinnen mit 5:0 und starten perfekt ins neue Jahr. Yeah, I mean, it was a good game, great crowd, feels good to win again, and we just have to keep on going. I think today was a good game for us, and we keep on going. Ich finde eigentlich nicht, dass wir so ein schlechtes Spiel gemacht haben, und die haben einfach alle Chancen, die sie hatten, mehr oder weniger genutzt, und wir müssen anfangen, aufs Tor zu schießen. Wir spielen zu viel außenrum und nochmal außenrum, wenn wir überhaupt reinkommen. Wir müssen einfach mal endlich mal ein bisschen anfangen, den Finger zu ziehen und ein dreckigeres Eishockey zu spielen, wo man vorm Tor die Tore schießt und nicht irgendwie noch mal auf den Backdoor-Pass hofft, weil sonst geht es jetzt die nächsten Spiele so weiter. Meisterliche Stimmung im Hexenkessel von Bremerhaven. Wer weiß, wo die Reise hingeht. Für Pekka Kangasalusta auf jeden Fall weiter auf dem 15. Tabellenplatz. Die Fishtown Pinguins manifestieren dank dem Shutout von Maxi Franzrepp den 4. Tabellenplatz. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.